Hallo, willkommen bei barrierefrei1.de. Wir sind auf der Irma 2023 in Bremen. Erstmal hallo. Hallo Olli. Pascal. Ja, Olli. Pascal, der zweite Messetag heute, 13 Uhr, ganz genau. Der Hammer. Wir waren gestern natürlich schon da, heute. Ja. Und heute Morgen habe ich schon gesehen, die Leute sind hier Schlange gestanden. Richtig. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Zwischenschritt hier mal. Was bisher geschah, sage ich jetzt einmal. Wie viele Aussteller habt ihr dieses Jahr? Also die Bilanz dieses Jahr ist enorm. Die Halle ist restlos ausgebucht. Wir haben 120 Firmen unterbekommen, auf 90 Messestände verteilt, weil eben teilweise auch Mitaussteller dabei sind. Und ich bin überwältigt vom Besucherstrom. Die Aussteller sind happy, die Leute haben Nachholbedarf. Ja, wir waren das letzte Mal 2019 in Bremen mit der Messe und man sieht jetzt, wie wichtig eben das Angebot auch hier vor Ort ist, zu schaffen, so eine große Versorgungsplattform eben einmal im Jahr hier den Menschen zu präsentieren. Ja. Also wir haben es gesehen, neue Innovationen waren da, wirklich Rollstuhlverladesysteme, Autoumbauer waren da. Richtig. Wir haben mittlerweile auch schon einige Filme gemacht, viel, viel Neues gesehen und ein ganz toller Kontakthof hier auch, muss man sagen. Das ist wirklich ein toller Treffpunkt. Nicht nur, wenn man was braucht, sondern einfach Infos holen. Es hat sich die letzten Jahre sehr viel getan, auch im Bereich Hilfsmittel, muss man einfach sagen. Und da ist ganz wichtig, dass man den Leuten auch den Mut macht für, ich weiß nicht, wie sieht es denn aus, es geht Gerüchte um, es war ja immer Hamburg und Bremen. Wie geht es denn weiter, 24, 25, 26? Also wir bleiben tatsächlich im Wechsel Hamburg-Bremen. Das ist einfach ein Gerücht, wie es jedes andere Gerücht auch mal irgendwie ankommt, weil stille Post eben nicht immer richtig weitergetragen wird. Wir sind gerade in der Terminfindung für Bremen 2025. Okay. Nächstes Jahr ist dann in Hamburg und da ist erstmal nach wie vor geplant, dass die Leute in Bremen und Umgebung halt hier einen Ort haben und in Hamburg und Umgebung, ja, weil es eben doch die Einzugskreise dann eben unterschiedliche sind und es ist wichtig für die Leute hier eben, genauso wie es für die Leute in Hamburg wichtig ist. Ne? Okay. Wir sind jetzt angereist von der Stadt direkt mit dem Rollstuhl, waren natürlich ganz kurze Wege, ist barrierefrei, haben wir diesmal auch getestet, ohne öffentliche Verkehrsmittel, war super gut, muss man sagen. Also wenn man sich das Hotel gut raussucht und es gibt sehr viele Hotels, wir haben sogar noch sehr spät gebucht, haben ein barrierefreies Zimmer gekriegt, Willi und ich. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil hier auch in Bremen. Ja. Ja, richtig. Also Bremen hat eine gute Logistik. Die Infrastruktur stimmt bei den Hotels, als auch eben, wie man sieht, ich weiß nicht, ob ihr es nachher auf den Aufnahmen drauf habt, wir haben einen riesengroßen Parkbereich. Ist nicht ganz optimal wegen dem Kopfsteinpflaster, kennt jeder, ist echt schwierig. Aber mein Gott, wir sind froh, dass wir eine Halle haben, die ebenerdig erreichbar ist. Ein, zwei rollstuhlgerechte WCs. Wir haben hier noch Toiletten-WCs aufgestellt, extra um den Bedarf so ein bisschen abzudecken. Und ich sage immer so, wenn das Kopfsteinpflaster das einzigste Problem an der Sache ist, daran kann man arbeiten, daran wird sich auch was verändern in der Zukunft und vor allem auch verändern, weil die Leute, die hierher kommen im Innenbereich, sind ja nicht nur die Betroffenen selbst, sondern die Angehörigen und das sind eben Sachen, das muss in die Köpfe rein nach und nach, ne? Und dann wird sich auch was ändern. Aber wie du es angesprochen hast, also so nah parke hier an der Halle, wir haben hier 10 Meter und dann bist du direkt an der Messehalle, musst nicht noch irgendwie groß rumfahren, einfach natürlich auch mit einer Messehalle, sagen sehr viele ganz toll, weil es viel übersichtlicher ist. Reha-Care weiß ja, da findest du ja oft, da brauchst du mehrere Tage, hier kannst du an einem Tag schon sehr, sehr viel sehen. Richtig, genau. Und das finde ich wirklich auch klasse. Also da muss man wirklich sagen, also Leute, viel mehr wollen wir nicht reden, es geht noch einen Tag, es bleibt spannend. Ja. Wir müssen natürlich noch heim, das heißt, der Film ist erst nächste Woche drin, aber wir wollen so ein paar Impressionen zeigen. Genau. Mut machen für die Leute, nächstes Jahr Hamburg, darauf dann wieder Bremen. Genau, richtig. Die Termine stehen auf der Webseite, Irma 24, 25 steht alles drauf genau, schon. Richtig. Und ich denke, das war's. Dann wünschen wir alle noch weiter viel Spaß, viele Informationen und da Grüße auch an die Familie hier, gell? Dass das alles. Du machst das muss man schön sagen, du hast es jetzt ganz alleine, machst du es gerade, gell? Ich mache das ganz alleine mit meiner Partnerin zusammen, die unterstützt mich. Und ich habe noch zwei Teilzeitkräfte, mit denen wir das hier auf die Beine stellen. Und hier vor Ort sind alles Familienmitglieder. Wir haben hier 15 Leute, die dann auch aushelfen. Jedes Jahr über die Familie quasi wird der Bedarf hier an Empfangskräften, an Leuten, die nach den Einlassbändern gucken, die das Programm auf die Beine stellen. Wird alles über Freunde und Familie gedeckt. Ja, und es ist jedes Mal eine Herausforderung, aber auch schön, macht Spaß und Na Respekt, vielen Dank von unserer Seite, ist so wichtig, diese Messe sind für uns so wichtig. Gott sei Dank läuft das alles wieder in eine normale Richtung jetzt, weil wir sind wirklich darauf angewiesen, uns zu informieren. Es gibt keinen schöneren Platz wie
auch in Bremen, ja, wir sind ja nicht alle aus Süddeutschland und dass das so toll verteilt ist. Die wichtigste Messe hier in Norddeutschland, wo ich auf die Beine gestellt habe, dein Papa damals, ja, und jetzt du machst es weiter mit deiner Freundin, wie du gesagt hast, sensationell. Das war's, Leute, kommt vorbei hier in Zukunft. Hamburg, Bremen, mich freut's, weil ich bin gerne in Hamburg auch. Wenn auch hier in Bremen geil ist, aber ich liebe Hamburg und da ist das Programm abends natürlich geil, weißt du, abends. Ja. Abends barrierefrei St. Pauli und so erleben, auch tolle Geschichte. Rechtzeitig die Zimmer reservieren für Hamburg, kann ich schon mal empfehlen. Genau. Ja. Und wir sitzen außen mit Platz. Gibt es noch Plätze überhaupt auf der Messe nächstes Jahr? Ja, auf der Messe, also ich fange jetzt quasi erst nach der Bremer Messe quasi an, wieder an die Firmen ranzutreten und das Programm in Form von Ausstellungsstücken zusammenzustellen. Es gibt Plätze, auch wenn sich schon einige im Vorfeld, ohne dass ich Anmeldeformulare hatten, mir eine Anmeldung geschickt haben mit hier, wir brauchen 20, 30, 40, wie viel Platz sie halt brauchen. Ne? Aber es geht schon los, ja. Also wichtig, Leute, auch für die Aussteller, meldet euch rechtzeitig an. Ihr tut euch selber einen Gefallen, weil hier wirklich Frequenz ganz, ganz toll war. Ja, wirklich, super. Bis jetzt, ist schon noch nicht vorbei, wirklich super war. Ja. Es lohnt sich, nicht nur für Aussteller, auch wir freuen uns natürlich, wenn wir neue Innovationen sehen, in allen Bereichen. Ja. Bis bald, euer Olli und Willi und Pascal. Ciao.